Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich euch, oder je nachdem, an welchem Tag ihr euch das Video ansieht. Bei mir ist heute jedenfalls Sonntag. Wir stehen eine Woche vor Ostern. Es ist Ende März. Und nachdem der Winter letzte Woche nochmal seine Zähne gezeigt hat, ist heute ein richtig wundervoller Wintermorgen oder richtig wundervoller Frühlingsmorgen, Frühlingstag. Es ist Ostwind, daher ist es doch auch etwas kühl, aber das Wetter ist sehr schön, der Himmel ist blau und ich mache heute einfach eine ziellose Tour, in der ich mich in das Ennstal in Oberösterreich begebe. Das heißt, ich fahre jetzt über Steyr und dann weiter rein ins Ennstal und werde mal sehen, ob ich dort interessante Fotomotive finde, wie die Gegend so ist. Und ich lasse mich jetzt einfach ein bisschen treiben. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich möchte irgendwann am Abend oder späteren Abend wieder zu Hause sein. In jedem Fall wird es eine Tour von mehreren hundert Kilometern. Und somit habe ich auch das Licht des ganzen Tages zur Verfügung. Natürlich über die Mittagszeit eher hartes Licht mit harten Schatten, aber dann gegen Abend natürlich wieder eher das weiche Licht. Ich hoffe, dass der ganze Tag so schön bleibt wie jetzt. Etwas trüb ist es. Vielleicht wird das allerdings in die Berge rein besser. Und ja, kommt mit mir. Ich zeige euch heute ein bisschen das Ennstal. Fotospot angekommen. Fahre einfach so durch die Gegend und durch das Ennstal. Ihr seht hinter mir die Enns, die leuchtet hier sehr schön grün. Und was ihr hier sehen könnt, ist über meiner rechten Schulter, da stehen ein paar so Bäume. Eigentlich ist es hier, ja, ist eine schöne Gegend, aber jetzt nicht was, wo man großartig stehen bleibt. Aber diese kleine Baumgruppe hier mit dem grünen Wasser der Enns im Hintergrund, das kann natürlich ein sehr, sehr schönes Fotomotiv sein. Und hier will ich jetzt auch das erste Foto machen. Ich blende euch die Bilder wie immer natürlich ein. Und wenn ich das Foto gemacht habe, dann geht's weiter. Eisenerz, das ist so etwas wie die stählerne Lunge Österreichs, vor allem auch der Steiermark. Hier befindet sich der sogenannte Erzberg und wird schon seit sehr, sehr langer Zeit Eisenerz abgebaut. Habe hier einen kleinen Abstecher runter gemacht, bevor es dann wieder zurückgeht nach Hiflau. Und von Hiflau werde ich dann durch das Gesäuse wieder in Richtung Westen fahren und dann sehen wir weiter, wo es mich noch hintreibt heute. Ist so eine Art kleiner Roadmovie, aber jetzt habe ich hier mal mein Auto geparkt und werde einen kleinen Fotowalk durch Eisenerz machen. Begleitet mich einfach dabei. Ich denke, die Altstadt, wenn ich mir hier die Häuser so ansehe, dürfte ganz interessant sein. Habe auch schon eine Burg und eine kleine Kirche auf einem Berg entdeckt und natürlich alles überragt hier der sogenannte Erzberg. So, und ein kleiner Rundblick für euch. So sieht das hier jetzt mal ungefähr aus. Schöne alte Häuser.
und das ganze Dorf oder der ganze Ort oder die Stadt wunderbar umrahmt von den Bergen. Gut, dann sehen wir mal, ob wir geeignete Fotomotive finden. Bläst hier der Wind sehr, sehr stark. Ich hoffe, die Tonqualität ist trotzdem halbwegs vernünftig. Ihr könnt jetzt hier mein erstes Motiv sehen. Diese, ich weiß jetzt nicht mal sicher, ob es eine Kirche ist, aber diesen Turm und im Hintergrund eben die Berge oder dieser hohe Berg, dieser sehr schroffe Felsberg. Ja, und das Haus ist jetzt gerade sehr, sehr schön in der Sonne und ich werde jetzt versuchen hier, das durch einen entsprechenden Zoom mit dem Tele in eine Wirkung zu setzen, dass der Berg und das Haus im Vordergrund durch eine Kompression etwas enger zusammenrückt. Hier oben bei dieser Burg, die könnt ihr hier oben mir sehen und das ist, zumindest ist es so angeschrieben, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, eine sogenannte Kirchenburg. Das heißt Burg und Kirche in einem und in Eisenerz war es halt früher und wahrscheinlich auch heute noch Tradition, dass, ich muss mich hier in die Sonne drehen, dass eben die Arbeiter und die Werktätigen im Berg und auch auf dem Berg dann immer für Schutz gebetet haben und das ist halt dann in solchen Kirchen, aber wahrscheinlich auch in kleineren Kapellen und so weiter passiert. Wunderschöne Burg, Kirchenburg, wunderschönes Panorama, ihr könnt hinter mir die Berge sehen. Eigentlich ist dieser Ort umrahmt von Bergen. Auf den Bergen noch der Schnee, hier unten kämpft sich der Frühling langsam durch und ja, es ist heute eigentlich sehr, sehr angenehm. So. Sehr, sehr angenehm. Der Wind macht es ein bisschen kühl, aber das ist klar, der pfeift natürlich hier von den Bergen runter, wo noch der Schnee liegt, aber es ist ein traumhaft schöner Tag mit blauem Himmel und Eisenerz, eine sehr, sehr nette kleine, zum Teil mittelalterliche Altstadt mit interessanter Geschichte. Der kleine Rundgang durch die Altstadt von Eisenerz ist für mich jetzt hier beendet. Ich werde jetzt noch versuchen, mit dem Auto etwas weiter die Straße Richtung Süden zu fahren, um eventuell noch einen guten Blick auf den Erzberg selbst zu erlangen, damit ich auch den im Bild festhalten kann. Da unten im Tal könnt ihr jetzt sehen. Und ich bin jetzt hochgefahren. Hier befindet sich so ein Parkplatz, der nennt sich Erzbergblick. Allerdings ist zwar hier der Erzberg hinten, aber der ist jetzt hier sehr stark von den Bäumen verwachsen. Ich werde jetzt hier ein bisschen herumspazieren und mal sehen, ob ich irgendwo einen halbwegs freien Blick auf den Erzberg erhaschen kann. Auf jeden Fall, hier hinter mir könnt ihr ihn sehen. So. Also das hier ist der Erzberg. Ich gehe mal mit der Belichtung ein bisschen runter.
Belichtungskorrektur. So, jetzt kommt er zum Vorschein. Also, ihr seht hier den Erzberg über meiner Schulter und dahinter eben dieses sehr, sehr hohe und noch sehr, sehr tief verschneite Gebirge. Ich denke mal, dass das auch noch die Ausläufer des Nationalparks Gesäuse sind, bin mir aber nicht sicher. In jedem Fall eine sehr, sehr imposante Szenerie hier und ja, mal sehen, ob ich jetzt einen besseren Platz finde, wo man den Erzberg dann in seiner Dimension ein bisschen erahnen kann, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was hier seit Jahrzehnten und wahrscheinlich seit Jahrhunderten auf diesem Berg und unter diesem Berg bewegt wird. Mir hat jetzt hier die Kapuze über den Kopf gezogen, denn der Wind bläst sehr, sehr kalt. Hier liegen auch teilweise noch Schneefelder herum, aber ja, es wird hier fotografisch nicht die wahnsinnige Meisterleistung passieren können. Zum einen, weil ich am falschen Tag da bin und zum zweiten, weil man da wahrscheinlich eher auf die Bäume, die hier rundherum sind, raufklettern müsste, um freie Sicht auf den Erzberg zu haben. Nichtsdestotrotz mache ich natürlich einen Erinnerungsstart und ja, dann geht es zurück Richtung Hieflau und in Hieflau werde ich dann abbiegen in das sogenannte Gesäuse. Ein wahnsinnig schöner Nationalpark in der nördlichen Steiermark. Kann ich jedem nur empfehlen zu besuchen, ist mit Sicherheit eine der schönsten Ecken in Österreich. Den werde ich auch noch durchfahren, von der Straße sind natürlich die Highlights dort nicht so toll zu sehen, aber wenn ich interessante Plätze finde, dann werde ich wieder hinparken, mir die Jacke anziehen, hoffe, dass dort der Wind etwas weniger ist und versuchen, ein paar tolle Eindrücke für euch festzuhalten und ein paar tolle Bilder für mich, damit ich die mit nach Hause bringen kann. Also, jetzt mache ich noch Bilder hier vom Berg und dann geht's weiter. Bereits angekündigt, befinde ich mich jetzt hier mitten im Gesäuse, im Nationalpark Gesäuse und bin jetzt hier gleich neben der Straße zur Enns runtergegangen und werde jetzt hier versuchen, ein paar Bilder zu machen. Hinter mir könnt ihr da oben ein paar Stromschnellen sehen. Hier kommt die Enns quasi aus dem Ennstal, also Haus im Ennstal, Schladming und dieser Gegend. Sucht sich die Enns hier ihren Weg und wird dann hier im Gesäuse sehr, sehr stark eingeengt und hat dadurch natürlich auch einen irrsinnig interessanten Charakter. Die Enns kommt hier von dieser Richtung, also das ist die Richtung Schladming und geht dann hier weiter durch das Gesäuse und bahnt sich ihren Weg, bis sie schließlich dann Richtung Steyr abbiegt und dann von Steyr in Richtung Donau bei Enns, bei der Stadt Enns und auf der anderen Seite bei Mauthausen, meinem Heimatort, in die Donau mündet. Und mein Motiv hier bietet sich an. Ich habe hier von der linken Seite hier einen kleinen Gebirgsbach, der hier runterkommt und in die Enns mündet. Und über mir, etwas weiter hinten, seht ihr diese Stromschnellen. Und da werde ich jetzt versuchen, in Form von einer Langzeitbelichtung ein paar interessante Bilder zu machen. Wie sieht das Ganze dann jetzt hier im Detail aus? Ihr könnt hier meine Kamera sehen, meine Nikon D750. Auf meiner Nikon D750 habe ich das Sigma 24 bis 105 mm aus der Art-Serie und vorne rangeschnallt habe ich einen Hohlfilter. Die Sonne steht zwar nicht ganz rechtwinkelig zur Kamera, aber ein bisschen was bewirkt er doch. Er nimmt ein bisschen die Reflexionen aus dem Wasser.
Zudem habe ich noch einen ND-Filter draufgegeben. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viel Blenden der nimmt, aber ich glaube, der nimmt 10 Blendenstufen, den ich jetzt drauf habe. Und damit komme ich jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ich versuche hier mal, so müsste es gehen. Habe hier mein Motiv ausgesucht, bin jetzt bei einer Blende 8 und komme da auf eine Belichtungszeit bei ISO 100 von 8 Sekunden. Dabei muss ich dazu sagen, dass ich eine Belichtungskorrektur von plus, also 2/3 Blenden habe ich die Belichtungskorrektur nach oben korrigiert. Die Belichtung nach oben korrigiert. So müsste es heißen. Ja, und hier schieße ich jetzt ein paar Bilder. Und die blende ich euch natürlich wieder ein. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt nicht mal mehr die Jacke an. Hier ist der Wind nicht ganz so tragisch, nicht so schlimm. Hinter mir, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ist auch schon der Mond aufgegangen. Es wärmt hier sehr gut her. Das heißt, ich schaffe es hier auch ohne Jacke. Einfache Weste genügt. Es ist sehr, sehr schön. Und ja, jetzt möchte ich eben meine Bilder schießen, die blende ich euch ein. Und wenn ich hier noch etwas Interessantes entdecke, dann melde ich mich natürlich wieder. Hinter mir könnt ihr jetzt noch an diesem wunderschönen Tag die Berge des Gesäuses sehen. Ich denke, das ist ein sehr guter Platz, um mich von euch zu verabschieden. Für mich war es ein sehr, sehr schöner Tag. Der Himmel ist nach wie vor strahlend blau. Ein paar Wölkchen durchziehen den Himmel. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Das ist mein letzter Spot hier und jetzt geht's ab nach Hause. Ich freue mich auf einen schönen Abend mit meiner Familie. Was nicht fehlen darf, ist natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr ehren. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Ciao.